in der Hexenküche des Küchengartens. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, und zwar mein Lieblingsbrotrezept, das ich mehrmals die Woche selbst backe. Angefangen Brot zu backen habe ich, wie ich 18 Jahre war. Da habe ich mich mit Nachhaltigkeit, mit selber machen, mit Garten angefangen mich zu beschäftigen, und das Brotbacken war eine große Herausforderung. Damals war das Internet, hat es natürlich schon gegeben, aber es war nicht so weit verbreitet und in Benutzung wie heute, und da musste man das aus Büchern lernen. Ich konnte mir kein Video anschauen, wie das richtig geht. Also ihr könnt euch vorstellen, die ersten Brote, die ich gebacken habe, waren der totale Reinfall, hart wie Stein, klobig, nicht essbar, versalzen, nicht genug gesalzen, ist nicht gut aufgegangen. Also da habe ich wirklich mein Lehrgeld bezahlt. Über die Jahre ging das dann immer einfacher. Später, als ich Kinder bekommen habe, wollte ich natürlich vieles selber machen, um eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu ermöglichen. Und heute wissen meine Männer das selbstgebackene Brot immer noch zu schätzen, vor allem auch jetzt in Zeiten von Corona. Ich muss nicht jeden Tag aus dem Haus, um Brot zu kaufen. Ich mache das schnell in der Früh selbst. Unabhängigkeit, man weiß, was auf den Tisch kommt, alles das sind die Vorteile von selbstgebackenem Brot. Und natürlich der herrliche Duft, der durchs ganze Haus zieht. Das Rezept, das ich euch heute zeige, ist ein Grundrezept. Es geht super schnell und einfach. Es kommt sogar ohne Kneten aus, was die meisten Leute ziemlich verunsichert. Das Kneten, wie lange kneten, wie fest kneten, alles klebt. Dann hat man zu viel Wasser, zu wenig Wasser. Dieses Rezept kommt völlig ohne Kneten aus. Es gelingt immer. Kommt mit, schaut es euch an, ich zeige es euch. Zu den Zutaten: ich verwende zweierlei Mehl, ein Vollkornmehl, das ich mir größtenteils selber mahle. Ihr könnt aber durchaus auch ein gekauftes verwenden. Ich mache dieses Brot gerne halb-halb. Das ist jetzt hier Dinkelmehl, also aus ungeschälten Dinkel. Und dann habe ich ein Weißmehl. Das ist jetzt hier auch ein Dinkelmehl, das ist jetzt glatt. Da ist es aber völlig egal, habe ich gemerkt, ob ihr ein glattes verwendet, ob ihr ein griffiges verwendet, ob es ein Weizenmehl ist, ob es ein Dinkelmehl ist. Also das könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerade zu Hause habt. Wie gesagt, halb-halb. Ich mache immer ein 500 Gramm Brot, also 250 Gramm von dem Weißmehl, 250 Gramm von dem Vollkornmehl. Dann kommt immer ein Teelöffel Salz hinein. Ich verwende hier Trockenhefe. Man kann das natürlich auch mit frischer Hefe machen. Ich mache dies der Einfachheit halber. Die Trockenhefe habe ich immer zu Hause. Die kann nicht ablaufen oder schimmeln. Da kommt ein ganzes Packerl hinein. Dann natürlich lauwarmes Wasser. Für 500 Gramm Mehl starte ich hier mit 300 Gramm lauwarmem Wasser. Das Lauwarm ist wichtig, damit sich die Hefe gut entwickeln kann. Und dann kommen immer noch 50 Gramm Olivenöl obendrauf. Das macht das Brot schön geschmeidig, gibt noch einen guten Geschmack. Beim Wasser ist zu sagen, ich starte immer mit dieser Menge Wasser, und während des Vermischens merkt man dann immer, was hat es für eine Konsistenz. Und dann kann man immer noch Wasser dazugeben. Interessant ist hier auch zu sagen, dass je größer der Anteil an Vollkornmehl ist, den ihr verwendet, immer mehr Wasser genommen werden muss, weil das Vollkornmehl mehr saugt und dadurch der Teig mehr dazu neigt, auszutrocknen. Das Brot wird einfach besser, geschmeidiger, fluffiger, wenn man hier mehr Wasser als bei herkömmlichen Brotrezepten verwendet. Aber das werdet ihr gleich sehen, wenn wir jetzt vermischen. 250 Gramm Vollkornmehl, das muss jetzt auch nicht genau stimmen. Das könnt ihr variieren, ihr könnt den Anteil an Vollkornmehl auch erhöhen oder erniedrigen. Das merkt ihr dann selber, wie es euch am besten schmeckt.
dann auf 500 Gramm Mehl insgesamt mit dem Weißmehl aufmischen, auffüllen. Trockenhefe. Ein so ein Packerl ist meistens für 500 Gramm Mehl. Dann einen Teelöffel Salz. Das Ganze vermische ich jetzt immer schon schön. Dann hat sich nämlich die Hefe und das Salz schon schön gleichmäßig mit dem Mehl vermischt. Dann habe ich hier meine 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Darauf kommen jetzt noch 50 Milliliter Olivenöl. Nun habe ich hier eine Gabel, mache mir eine Kuhle in mein Mehlgemisch. Leere mein Wasser-Öl-Gemisch hinein. Und nun fange ich hier in der Mitte an, das Ganze mit der Gabel zu vermengen. Ich merke schon, dass ich hier zu wenig Wasser habe, weil das Ganze hier jetzt schon recht breiig wird, wenn hier das ganze Mehl vom Rand noch dazu kommt. Wird es viel zu dicht. Das heißt, ich hole mir hier noch mal gut 100 Milliliter Wasser. Und jetzt kommt der muskelstärkende Teil der ganzen Geschichte. Mit der Gabel schlage ich das Ganze jetzt gut durch, bis es eine schöne homogene Masse ergibt. Dieses Durchschlagen habe ich circa nur eine Minute gemacht, da ihr am Anfang ja gesehen habt, dass ich das Mehl langsam mit der Gabel in die Mitte gezogen habe. Dadurch hat sich das Ganze vorher schon schön vermischt und es war nicht nötig, dass ich jetzt hier stundenlang mit der Gabel meinen Teig malträtiere. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt kommt einfach ein Küchentuch drüber. Schön einschlagen. Und dann lasse ich das Ganze hier bei mir in der Küche circa für 2 Stunden rasten. Dann wird der Teig schön aufgehen, die Hefe wird arbeiten und die Masse wird sich verdoppeln. Zwei Stunden später sieht der Brotteig dann so aus. Schön aufgegangen, ganz luftig. Tue ich ihn mit meinem Spachtel lösen. Noch einmal ein bisschen durchrühren. Da dieser Teig eine eher feuchte Konsistenz hat, habe ich eine Kuchenbackform, die ich zuerst mit flüssiger Butter ausgepinselt habe. Und genau dort gebe ich meinen Teig nun hinein. Verteile
verteile ihn ein bisschen, damit er gleichmäßig in dieser Form drinnen liegt. Dann heize ich das Backrohr auf 240 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und während sich der Backofen erwärmt, lasse ich den Teig in der Form noch ein bisschen rasten. Sobald der Backofen auf 240 Grad vorgeheizt ist, stelle ich das Brot auf die mittlere Schiene. Und jetzt drehe ich die Temperatur auf 210 Grad herunter. Das Backrohr wird sich nun langsam auf die 210 Grad absenken. In dieser Zeit, wo es noch auf 240 ist, erhalte ich eine schöne, knackige Kruste und danach hat das Brot Zeit, auf 210 Grad schön flaumig durchzubacken. Wie lange lasse ich das Ganze drinnen? 45 Minuten. Und auf diesem Gitter lasse ich das Brot nun auskühlen. Außen knusprig und innen ganz flaumig. Eine absolute Nachmachempfehlung von mir für dieses einfache und total leckere Brot. Ich danke euch sehr fürs Zusehen meines aktuellen Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ob ihr es ausprobiert habt, wie es euch gelungen ist, wie es euch schmeckt. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Gebt mir doch gerne einen Daumen rauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!